So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft, Wrath of the Lich King, Folge 65. Wir sind immer noch auf Pantherjagd und Raptorenjagd und Tigerjagd im schönen Schlingendorn-Tal. So. Gucken wir mal, wo wir die Kleinen finden. Wo wir sie finden, wohl unterliegenden zur Abendzeit. So. Ach, die schönen alten deutschen Volkslieder. Was ist denn geworden? Ah, ja. Wie ist es eigentlich in der heutigen Zeit? Liest man in der heutigen Zeit seinen Kindern noch was vor? Also zu meiner Zeit war das so. Aber da ich ja keine Kinder habe, also zumindest keine, von denen ich wüsste, weiß ich nicht. Wenn ihr Eltern seid, wenn ihr irgendwie junge Eltern oder so seid, lest ihr euren Kindern vor? Oder legt ihr sie einfach ins Bett und zieht ihnen MP3-Player auf die Ohren oder Smartphone, je nachdem, und lasst ihnen irgendwas vorlesen? Wie macht ihr das? Würde mich mal interessieren. Schreibt's mir in die Kommentare. Jetzt mach ich's mal wie die großen, wie die richtig großen SBR immer so. Schreibt's mir in die Kommentare. So. Also, wie gesagt, natürlich nur, solange ihr fruchtbar seid und euch gemehret habt. Unfruchtbar und gemehret geht auch. Also wie mit adoptiv und so weiter. Das würde mich übrigens auch mal interessieren. Ich weiß nicht, ob einer von meinen Zuschauern oder eine meiner Zuschauerinnen vielleicht sogar ein Kind adoptiert hat. Mich würde mal interessieren, wenn man ein Kind adoptiert hat und man hat ein leibliches Kind. Ist es so, dass man für das leibliche Kind mehr empfindet, also auch wenn man es jetzt nicht zugeben würde, gegenüber dem adoptierten Kind als für das adoptierte Kind? Oder ist es tatsächlich möglich, dass man für das adoptierte Kind genauso viel empfindet, auch wenn es nicht das eigene in Anführungsstrichen ist? Das würde mich mal interessieren, wie ihr da empfindet, was ihr da denkt und ja. Muss mal drüber reden. Ne? Übrigens auch politische Sachen, ja, wenn ich hier mal politisch werde ab und an, und ihr seid nicht meiner Meinung, müsst ihr ja nicht sein, ne? Aber das heißt, ich hatte letztens einen Kommentar, ein ellenlanges Kommentar, das habe ich gelöscht, nicht weil das Kommentar irgendwie blöd gewesen wäre oder weil ich nicht hätte darauf reagieren wollen, sondern weil ich nicht habe darauf reagieren können. Ich lösche nämlich Kommentare, auf die man nicht antworten kann. Das ist mir nämlich blöd. Das kann nicht einfach jemand was raushauen, dann kannst du aufs Kommentar nicht antworten. Das ist doof. Ja? Deswegen antworte ich mal hier drauf. Derjenige meinte halt irgendwie, ich würde bei der Politik würde ja immer schmunzeln, wenn ich irgendwas erzählen würde. Aber jetzt müsste er doch mal was sagen. Ich würde das ja irgendwie komplett falsch sehen. Keine Ahnung. Er hat dann angefangen mit hier, ja, 9/11 wäre alles gefaked gewesen und so Sachen halt. Und ich würde wohl nur Bildzeitung lesen, um mich zu informieren. Und das ist was ich sehr lustig finde, ja. Speziell also diese, ja, ich will es gar nicht Verschwörungstheoretiker nennen. Es kann ja jemand eine andere Meinung haben. Es ist ja vollkommen okay, eine andere Meinung zu haben. Aber ich finde es immer lustig, dass genau diese Menschen, die dann für sich in Anspruch nehmen, hey, wir haben eine andere Meinung, ihr habt es zu respektieren, dass genau diese Menschen die sind, die am wenigsten tolerant gegenüber einer anderen Meinung sind, die nicht die ihre sind. Ja? Da fängst du an so, ja, du bist nicht meiner Meinung, also ergo bist du quasi Bildzeitungsleser. Du musst Bildzeitungsleser sein und du musst auch sein, weil du bist nicht meiner Meinung. Und ja, ich meine, was soll man dazu sagen? Und ich meine, dieser Mensch kennt mich ja nicht, der weiß ja überhaupt nichts über mich. Der weiß zum Beispiel nicht, dass ich mich umfassend informiert habe über 9/11 beispielsweise und dass ich mir Berichte angeschaut habe, Reportagen, und zwar sowohl von den Leuten, die sagen, es ist alles gefaked gewesen, die Türme wurden beispielsweise gesprengt und so Sachen, und von denen, die sagen, es ist nicht so. Ich habe mir bestimmt 7, 8 verschiedene Berichte unterschiedlicher Ansichtsweisen angeschaut, um mir dazu eine möglichst fundierte Meinung bilden zu können. Ja. Und nach all diesen Sichtungen bin ich zumindest der Meinung, dass 9/11 kein Fake war. Ich weiß, die Leute, wo die Leute darauf hinabzielen, das sind diese Puffdinger, die man quasi in den Nahaufnahmen sieht, wenn das Gebäude zusammenkracht, die aussehen wie Explosionen. Ja, es wurde aber mehrfach
widerlegt, dass es Explosionen sind, beziehungsweise ist es einfach Druck. Druck, der seitlich entweicht an Schwachstellen, wenn ein Gebäude zusammenbricht. Ja? Ich meine, es hätte auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich meine, was für einen Sinn hätte es für die Amis gemacht, ihr World Trade Center in die Luft zu sprengen? Das hätte keinen Sinn gemacht. Ja? Ich meine, dass die Amis, wenn sie Krieg haben wollen, keinen Grund brauchen, um Krieg zu führen, das haben sie gezeigt, im Irak. Ja? Da hat es gereicht zu behaupten, sie hätten Massenvernichtungswaffen. Ja, dafür muss ich nicht die eigenen Leute töten. Und die Amis schon gar nicht. Und wer mich regelmäßig verfolgt, weiß, dass ich durchaus Amerika kritisch bin und dass ich vieles von dem, was die Amis machen, überhaupt nicht mag. Und absolut bäh finde. Na, aber man muss auch, wenn man eine Nation, eine Regierung einer Nation nicht schätzt, muss man trotzdem fair und objektiv bleiben und kann nicht sagen, alles, was die machen, ist schlecht und alles, was jemand anders macht, ist gut. Na, man muss sich da eine Meinung dazu bilden, indem man möglichst viele Informationen zusammenträgt. Und wenn jemand anderer Meinung ist, ist ja okay. Es ist ja okay. Die letztendliche Wahrheit wird sowieso kein Mensch von uns irgendwie rauskriegen, ja, egal bei welchen Dingen. Ja? Und dann wurde irgendwie auch so angeführt, so ja, von der NATO werden jeden Tag zig tausende Menschen umgebracht. Wieso sollte man jetzt wegen den Opfern von German Wings besonders trauern? Jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch ein Bullshit. Das ist doch ein Bullshit. Sind die 100 von German Wings, sind die jetzt weniger wert, nur weil irgendwo anders auf der Welt Menschen ebenfalls getötet werden? Das ist doch Quatsch mit sowas. Jeder Mensch ist doch wichtig. Ja, du kannst doch nicht sagen, hier, diese 100 Personen zählen nicht, weil irgendwo ist alles viel, viel schlimmer. Ja? Wenn du dir einen Nagel ins Knie schlägst, ja, tut es dann nicht weh, weil irgendwo auf der Welt jemand erschossen wird? Also, ne, mal im Ernst, liebe Freunde und liebe Andersdenkende oder Verschwörungstheoretiker, aber wie man sie nennen. Es ist okay, wenn ihr eure Meinung habt. Ihr dürft ja eure Meinung haben. Ich sage überhaupt nichts dagegen. Ja, verschiedene Meinungen sind wichtig, weil verschiedene Meinungen geben uns auch die Möglichkeit, unsere eigenen Blickwinkel zu verändern. Und unsere eigenen Ansichten zu hinterfragen und zu schauen, okay, könnte dieser Mensch mit der anderen Meinung vielleicht recht haben? Ja? Und dann überprüft man das, dann schaut man für sich nach, könnte der recht haben? Und dann entscheidet man für sich, entweder aus meiner Sicht heraus hat er recht oder er hat nicht recht. Ja? Also, und deswegen finde ich es schade, dass eben genau die Menschen, die da aufgrund einer Minderheitsmeinung um Toleranz werben, selbst am intolerantesten sind. Oder untolerantesten sind. Intoleranz. Ja, intolerant, okay. Ja. Und ich meine, ich sage ja nicht, dass meine Meinung, die ich von Politik habe, dass das die einzig legitime Meinung ist. Ich sage einfach nur, das ist meine Meinung dazu. Ja? Die kann auch mal falsch sein. Ich bin nicht perfekt. Natürlich kann die falsch sein, das ist doch nicht schlimm. Aber was auf jeden Fall nicht falsch ist, ist, dass ich mir wünsche oder wünschen würde, dass auf dieser Welt die Menschen respektvoll miteinander umgehen und jeder jeden nach seiner Fasson selig werden lässt. Ja? Und es nicht immer Menschen gibt, die versuchen, anderen zu sagen, das darfst du nicht, das ist gut, das ist schlecht. Ich finde, alles ist gut, solange man keinem anderen Menschen damit schadet, solange man keinen anderen Menschen damit verletzt. Ist alles okay. Und Meinungen sind sowieso okay. Na? Wenn ich der Meinung bin, unser nächster Bundeskanzler soll ein Mainzelmännchen sein, ja, dann ist es okay. Warum auch nicht? Ja? Wenn ich jetzt rausgehen würde und alle Menschen verbrenne, die der Meinung sind, dass unser nächster Bundeskanzler kein Mainzelmännchen sein soll, dann wiederum wäre es nicht okay. Also, liebe Freunde, liebe Andersdenkende, liebe Gleichdenkende, tolerant sein, Andersdenken gegenüber. Solange es keinem wehtut, ist alles okay. So, gut, jetzt aber genug dazu gesagt, genug darauf eingegangen.
Und wir machen weiter mit der Ausrottung bedrohter Tierarten. Ich habe letztens erst was zum Vegansein gelesen. Habe ich auch gedacht, so meine Fresse. Na, ich meine, ich bin ja nicht vegan und ich könnte es mir auch absolut nicht vorstellen. Ich esse sehr gerne Fleisch. Auch das ist sowas, ja, dass dann eben vegane Menschen oftmals sehr viel intoleranter gegenüber Fleischfressern sind als andersherum. Ja. Ich meine, gut, die vegan lebenden Menschen, die versuchen natürlich, warte mal, wo sind jetzt die anderen Raptoren eigentlich? Waren die da drüben dann? Ja. Die versuchen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn ich es falsch verstehe, korrigiert mich bitte. Vegan lebende Menschen versuchen auf der einen Seite Tiere zu schützen. Ja, das machen Vegetarier auch. Aber Veganer gehen ja noch ein Eckchen weiter. Also die essen ja auch nichts, was von Tieren kommt. Wobei ich das ehrlich gesagt nicht verstehe, weil dem Huhn fällt das Ei aus dem Arsch, egal ob ich es esse oder ob ich es nicht esse. Das Ei ist da. Ja. Und die Kuh gibt auch Milch, egal ob ich sie trinke oder ob ich sie nicht trinke. Die Milch ist also auch da. Ja, zumindest wenn die Kuh am Kalben ist. Ja. Logischerweise ist es doof, wenn man dafür sorgt, dass die Kuh dauernd am Kalben ist, nur damit sie Milch gibt. Gebe ich euch recht. Ja, gebe ich euch recht. Man sollte vielleicht von allem diesen Dingen ein bisschen weniger essen. Ja, aber es grundsätzlich zu essen, finde ich nicht falsch. Aber wir übertreiben es eventuell mit der Menge. Da kann ich euch recht geben, da bin ich ganz bei euch. Aber was ich so lustig fand, ist, wenn man sich mal anschaut, was für ein Aufwand und was für Energieressourcen die Herstellung von diesem veganen Zeug, dieser veganen Ernährung verschlingt, das richtet in der Natur einen enormen Schaden an. Ja? So viel Schaden kannst du mit normalem Essen machen gar nicht anrichten. Ja, und das fand ich lustig, ja, weil eben doch nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, also der Schaden ist natürlich nicht lustig, aber die Tatsache, dass das dann mehr Schaden anrichtet, fand ich schon lustig. Aber ich kann es euch jetzt auch nicht genau, wie gesagt, ich habe es nur am Rande mitbekommen, dass das also auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei sein soll. Trotzdem, wer vegan leben soll oder möchte, der soll das tun. Weil ich irgendwie immer finde, wenn ich so die Veganer bei YouTube sehe, die so Vlogs oder so machen, finde ich, die sehen meistens relativ ungesund aus, ehrlich gesagt. So leid es mir tut, aber die sind blass, die Haut ist stumpf und keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch bisher nur die falschen Veganer gesehen, ich habe keine Ahnung. Ja. Aber das ist auch okay. Ja. Wenn ich eine Partnerin habe, die sagt, hör zu, ich will vegan leben, sage ich, okay, solange ich nicht mit vegan leben muss, kein Thema. Ja. Ich meine, ich werde jetzt nicht, wenn ich mit ihr unterwegs bin, auf die Wiese gehen und von der Kuh abbeißen. Ja, das würde ich nicht tun. Aber das auch aus Selbsterhaltungstrieb, weil ich glaube, die Kuh wäre nicht besonders angetan davon, wenn jemand ein Stück aus ihr herausbeißt. Nein, ich finde, artgerechte Tierhaltung ist wichtig. Ja. Es ist natürlich auch immer eine Kostenfrage, das muss man schon dazu sagen. Artgerechte Haltung muss man sich auch als Verbraucher leisten können. Und wenn man beispielsweise am Existenzminimum rumkrebst, kann man sich artgerechte Haltung oftmals nicht leisten. Ja, da ist man dann tatsächlich froh, wenn am Monatsende die Kohle noch für 10 Legebatterieeier reicht, für 99 Cent, anstatt für 10 Freilandeier für 2,50. Ja. Ich für meinen Teil versuche immer Freilandeier zu kaufen, wenn es nur irgendwie möglich ist, aber ich muss auch am Monatsende als mal auf einen Euro gucken und dann kaufe ich auch mal, ich gebe es dazu, ich kaufe auch mal Legebatterie-Eier, aber ich versuche es so wenig wie möglich. Ja. Und wenn ich das nötige Kleingeld habe, dafür, dann kaufe ich im Idealfall vom Bauern direkt. Ja, beim Bauern, wo ich sehen kann, okay, der hält seine Kühe so, der hält seine Hühner so, die haben es gut bei dem, die haben ein schönes Leben, die haben ordentlich Platz, die können sich überall die Eier aus dem Arsch fallen lassen, wo sie wollen, die stehen nicht auf irgendwelchen Drahtkäfigen oder so. Und dann finde ich das okay.
Und das sollte dann eigentlich auch für einen Vegetarier oder für einen Veganer okay sein. Ja? Weil er sieht, okay, der Mensch isst Fleisch, der Mensch isst Eier, der Mensch macht dies und jenes, aber er gibt sich Mühe, möglichst Fleisch, Eier und so weiter eben von den Tieren zu bekommen, die artgerecht gehalten werden. Und ich denke, das ist vom Fleischfresser an sich schon ein Entgegenkommen gegenüber dem Vegetarier, Veganer und so weiter und so fort. Ja? Gegenseitig ein bisschen auf sich zukommen. Ja. Kann jetzt nicht so schwer sein, oder? Ach, Leute. Wir machen uns um so viel Scheißgedanken in dieser Welt. Und das Leben ist so verdammt kurz. Wir machen uns nur Sorgen. Und oh, dies und dies und die. Naja. Okay, kleines Späßle. Ich habe mir echt gerade überlegt, ob für einen Vegetarier der Terminus ins Gras beißen was Positives ist. Ja, Spaß. Spaß, liebe Vegetarier. Legt den Rosenkohl zur Seite. Keine Waffen. Lasst uns freundlich und nett miteinander umgehen. Ja. Ich hab gar nicht geguckt, was die hier. Ach, siehst du mal hier. Tigerjagd, Raptorenjagd, Pantherjagd. Das ist schon hier gelb und lila. Lila. Das ist total lila. Orange, nicht lila. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Dankeschön. Ein Heal-Paler, ja, kommt vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich einen zweiten Spec auf Heal. Ich finde Direkt-Heal gar nicht mal so schlecht. Und der Paladin hat seinerzeit noch sehr gut direkt geheilt. Das war der beste Direktheiler. Ja, zumindest in Burning Crusade. Ich weiß noch, ich bin mit dem Heiler-Paladin nach Karazhan gegangen. Und das war eigentlich recht gut, weil ich mich nicht um Ticks kümmern musste, sondern ich konnte einfach direkt drauf heilen. Der Pala-Heiler wurde auch sehr oft zur Main-Tank-Heilung eingeteilt. Der war dann nur Main-Tank-Heiler. Der hatte so ein Siegel, das er auf den Tank drauf machen konnte, damit er mehr Heilung bekommen hat von ihm. Und dann wurde durchgeheilt. Und zwar meistens mit einem kleinen Rang von hier Lichtblitz. Da wurde dann die Heilleistung aufgepumpt. Oh. Hey, raptorieren Sie mir mal nicht meine Raptoren weg, Sie Mistsack. Ja, und dann, ja, war ein paar Main-Tank-Heiler. Da musste man sich nur auf den Main-Tank konzentrieren und konnte sich, abgesehen davon, entspannte Zeit machen. Das fand ich cool. Das hat mir gut gefallen. Ja, natürlich nehme ich dich mit. Das können wir gerne machen, dass wir zusammen die Dinger killen. Kein Problem. Gebe ich dir mal noch ein SDK. Mit sowas habe ich überhaupt kein Problem. Wenn man mich einlädt oder wenn ich jemanden einlädt, man macht es gemeinsam. Alles top. Bin ich jederzeit dazu bereit. Finde ich besser, als wenn man sich gegenseitig die blöden Säcke wegschnappt. Blaubeere hat er auch dabei. Sackrascht. Die Sackrascht. So, sorry, junger Padawan, aber ich muss mir jetzt erstmal schnell das Eisen holen. Eisen ist wichtig. Und halt mit Vegetarier und Veganer ist eben auch wichtig, finde ich zumindest, dass man Kindern sowas noch nicht aufoktroyiert. Weil Kinder noch die Dinge brauchen, die im Fleisch sind beispielsweise. Ja. Mal ganz abgesehen davon, dass ich es blöd finden würde, einem Kind die Ernährung, also jetzt was vegan oder Dingens angeht, vorzuschreiben. Ich finde, das Kind sollte normal in Anführungsstrichen ernährt werden, bis es selber dazu in der Lage ist zu sagen, okay, so als Jugendlicher dann, okay, ich möchte vegetarisch oder so leben oder eben nicht. Ist mit dem Glauben genau das gleiche. Ich halte absolut nichts davon. Ich bin außer Reichweite. Ich halte absolut nichts davon, Kinder zu taufen. Ja, Kinder sollten irgendwann, wenn sie
reif genug sind, selber wählen, welchen Glauben sie haben möchten und ob sie getauft werden möchten. Also haben es meine Eltern gemacht und da bin ich ihnen echt dankbar dafür. Ja, dass sie eben genau das gesagt haben. Bye bye. Ah, schon aufgelöst. Ich bin in Tränen aufgelöst. Okay. Silber? Silber nehmen wir mit. Na, weil das ist wichtig. Und wenn euer Kind zum Islam gehen möchte, okay. Wenn euer Kind Buddhist werden will, okay. Wenn euer Kind Jude werden will, okay. Alles okay. Euer Kind soll auch nach seiner Versorgung selig werden, auch wenn ihr einen komplett anderen Glauben habt. Denn es ist immer noch euer Kind. Ja? Ich meine, klar, da tun sich wahrscheinlich einige wirklich strenggläubige Menschen sehr, sehr schwer daran, sowas zu akzeptieren. Und das finde ich natürlich dann auch immer ein bisschen schade. Ja, weil, wie gesagt, es soll doch jeder glauben, was er glauben möchte. Wird in dem Fall immer blöd, wenn Menschen versuchen, anderen Menschen ihren Glauben aufzuoktroyieren. Das ist dann doof. So à la, mein Glaube ist der einzig richtige Glaube und wenn du meinen Glauben nicht hast, kommst du nicht in den Himmel. Ich kenne einige streng christliche Menschen, die der Meinung sind. Ich bin der Meinung, man kommt in den Himmel, selbst wenn man nicht einer strengen irgendwas Religion angehört, sondern wenn man einfach versucht, ein einigermaßen anständiger Mensch zu sein. Weil ich finde, dass das einfach mehr wiegen muss, als einmal in der Woche in die Kirche zu gehen und ein paar Lieder zu singen und ansonsten wunderweiß was anzustellen. Ja. Das ist und eine Religion oder ein Gott, der mehr darauf steht, angebetet zu werden, als darauf, dass seine Kinder im Prinzip gute Menschen sind. Mit so einem Gott möchte ich dann ehrlich gesagt auch nichts zu tun haben. Ja, weil das ist dann nicht mein Gott. Ach ja, ja, Glaube ist schwierig. Glaube ist schwierig, leider. Ich habe gesagt, ich beneide manches Mal die Leute, die einen starken Glauben haben, weil, ja, die sehen ihrem Abscheiden, ihrem Ableben gelassener entgegen einfach, weil die sagen, ja, wir kommen irgendwann in den Himmel oder halt in die Hölle. Aber es gibt irgendwas danach und ich bin eben der Meinung, dass es nichts danach gibt, dass wir einfach einen Rollladen runtermachen und dunkel ist und fertig ist. Ich meine, gut, wir merken dann davon nichts, von daher ist es uns egal, aber es ist äußerst schwierig, sich sowas vorzustellen. Ich habe schon ein paar Mal versucht, mir vorzustellen, wie es sein möge, wenn nichts mehr ist. Ja, und das ist, da kannst du bekloppt drüber werden, ne? Weil der Kopf kann das logischerweise nicht erfassen. Du drehst dich immer im Kreis damit an. Das ist echt schwierig. So, wir machen die Panther noch schnell fertig. Sofern wir dann noch einen letzten Panther finden. Wobei die Respawn-Zeiten sind ja moderat, finde ich. Das war auf dem Offi ein bisschen geringer. Seinerzeit. Da hast du echt lange nach den normalen Panthern gesucht. Und dann werden wir gleich noch eine Folge aufnehmen. Und dann werden wir erstmal schauen, ob noch Platz für eine vierte Folge ist. Hallo, Herr Panther. Du bist ein bekannter Panther. Schubidubidum. So. Also, damit danke ich mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wünsche euch wie immer einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Vollkommen egal, was ihr esst oder an wen ihr glaubt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.